Stadt grau, gibt's grün. Denn bei Rasen am Ring können die Wiener ihre Stadt einmal ganz autofrei genießen. Es ist ein Rollrasen ausgelegt und soll einmal den Ring in einer anderen Umgebung präsentieren. Sprich, die Leute können hier mal campieren für einen Tag und können ein bisschen in der Sonne sitzen und es sich gemütlich machen. Und zwar auf dem Opernring zwischen Bellaria-Straße und Operngasse. 7 Stunden lang bekommen Fußgänger, Musiker und Sonnenanbeter Vorrang. Sie sind aus ganz unterschiedlichen Gründen da. Es ist normal immer sehr laut. Und heute ist so ruhig und das genieße ich. Dafür sitze ich da. Spaß haben, gemütlich herumliegen. Wir haben uns einfach gedacht, wir kommen her und schauen uns das mal an. Entspannen, gemeinsam essen, spielen und mit der Familie Zeit verbringen. Links und rechts passieren die Öffis den Ring. BIM, Bus und Bahn haben aber nicht nur heute die Nase vorn. Wir haben ein tolles Netz, gerade die U-Bahn ist super, die Straßenbahnen fahren ganz gut. Und von den Intervallen her ist es auch kein Problem hinzukommen, wo man hin möchte. Ja, in Wien sind die öffentlichen Verkehrsmittel schon sehr gut, weil im Gegensatz zu anderen Städten, wie zum Beispiel in Rom, da ist das alles viel schlechter ausgebaut. Und in Wien kommt man von überall hin einfach. Ziel der Stadt ist es, die Wünsche und Forderungen von allen zu verbinden. Die Mobilitätswoche ist eigentlich dafür da, dass man über gewisse Bereiche nachdenkt, wie Mobilität in der Stadt ausschauen kann. Es geht nicht darum, dass nur ein Verkehrsmittel eben das einzige richtig und wahre ist, sondern meistens ist es so, dass durch einen Mix der verschiedenen Teilnehmer, dass man da eigentlich ja sehr gut durch die Stadt kommt. So kommen die Besucher jedenfalls sehr gut durch den Tag. Sie genießen die letzten Sonnenstrahlen des Sommers und denken nur noch an mehr autofreie Tage!